ein Chansonabend, wo man definitiv nicht darum rumkommt, mitzuwippen und mitzuschunkeln und wahrscheinlich sogar auch mitzusingen und sich darüber zu wundern, was ein Mensch alles erleben kann. Ich bin Marianne, Schauspielerin hier an der neuen Bühne in Senftenberg. Und heute ist die zweite Hauptprobe von So oder So, einen Abend über Hildegard Knef. Und dabei begleitet ihr mich heute. Sind Fliegen dumm, ist Grönland kalt. Ich glaube, Daniel Ries kam darauf, als wir mussten ja alle vorsingen und vorsprechen nochmal, als hier die neue Leitung quasi gekommen ist. Und da habe ich was von Amy Winehouse vorgesungen und ich glaube, das hat ihn irgendwie dazu animiert, dass doch vielleicht Hildegard Knef irgendwie passen könnte. Wie viel kannte ich? Also jetzt eigentlich nicht so viel, außer so ein paar Lieder. Also von nun an ging es bergab und sowas. Dazu habe ich auch in der Disco getanzt. Das wurde auch aufgelegt. Aber viel mehr dann tatsächlich auch nicht. So, Filme auch nicht. Das ist irgendwie nicht so meine Zeit gewesen. Und dann habe ich aber ihren Roman gelesen. Also die hat einige geschrieben, aber Der geschenkte Gaul. Und das ist echt toll. Also da war ich dann begeistert über ihr Leben und wie die schreiben kann und wie lustig sie ist und was sie alles so erlebt hat. Aber so eine gewisse Ähnlichkeit wird mir nachgesagt, sagen wir es mal so. Vielleicht so ein bisschen das große Maul. Oder so ist es gut, so wie das Meer ist das Leben. Was macht das Bühnenbild besonders? Ich glaube, die Schlichtheit und eher die paar Zettel hier, die noch Geheimnisse verraten werden. Ansonsten glaube ich ja die Schlichtheit und was man dann damit anstellt. Und natürlich das Mikrofon verrät so ein bisschen was. Also ganz besonders kompliziert sind für mich die Liedtexte. Also da muss ich mich wirklich konzentrieren, weil das Gedichte eigentlich fast sind. Und wenn man die nicht irgendwie kennt, so ist zwar total eingängig, aber die sind auch wirklich schwer und da ist kein Refrain der gleiche. Grundsätzlich gibt es definitiv auch Songs, auf die ich mich freue, aber auch angespannt bin, ob ich sie denn gut interpretiere. Silvester spiele ich auch um 20 Uhr auf der großen Bühne dann. Muss man sich auch ranhalten, um noch Karten zu bekommen. Ich habe es nie.